Yeah, hey, hi Leute. Willkommen zu meinem neuen Projekt, was ich auch schon im Trailer angekündigt habe. Also kann ich das so weglassen. So, press start, alles klar. Wir spielen natürlich auf Deutsch. Und ja, beim Testen der Version der ROM habe ich festgestellt, dass man auf jeden Fall nicht auf kleine Buchstaben stellen kann, weil sich sonst das Spiel aufhängt. Also nenne ich mich Nils mit Großbuchstaben. Nein, nicht Nils. So, Nils. Yeah. Und ja, dann starten wir einfach mal. Ja, Texttempo mal 5. Auf jeden Fall brauchte ich ewig lange, um das Spiel so spielen zu können, dass es nicht laggt. Denn ich brauche wirklich volle 60 FPS, um das Spiel nicht laggen zu lassen beim Aufnehmen. Naja, egal. Legen wir los hier. Held, nimm dein Schicksal an. Oh mein Gott, voll paranoid hier. Ja. Okay, gehen wir los. Ja. Hilfe! Ach du Scheiße, was ist mit dem Sound los? Lol, was war da gerade los mit dem Sound? Habt ihr das auch gehört? Das war ja beängstigend. Ja, du sagst es. Plötzlich wurde ich angegriffen. Fehlende Angreisender. Wie lautet dein Name? Aha. Nils, also. Aha. Ja, ich erkenne ein Dreieck auf deiner linken Handrücken. Es ist das Zeichen eines hyrulianischen Helden. Deswegen sind die Monster geflüchtet. Ich bin Impa. Impa, Alter, yeah. Ich bin die Zofe der Prinzessin Zelda aus Hyrule. Scheiß Sound, was ist da los? Egal. Ich suche eine Sängerin namens Nairu. Bist du mir behilflich, Nils? In deiner Nähe fühle ich mich viel sicherer. Du bist hässlich. Egal. Nun, Affe. Welch ein herrlicher Platz. So reine Luft, wenn doch die Zeit stillstände. Hauptsache ein Affe. Und das ist ein roter Affe. Ah, wir haben unser Utopia gefunden. Bald werden noch mehr von uns hierher kommen. Angst? So, oh, da ist es. Ja, was damit? Ein Stein. Ein Felsen mit einem Dreieck. Das muss ein Zeichen sein. Mit einem Dreieck. Ja, was damit? Würdest du bitte diesen Felsen beiseite schieben, Nils? Ja, wenn du den Sound nochmal machst. Ich bin, gay. Zu schwach. Ja, schön. Vielen Dank, lass uns gehen. Schöne Musik. Oh, ganz viele Tierchen, ganz viele Tierchen. Guck mal, ein Hase. La la li li la. La la, la li li la. Okay. Na, wie bitte? Nairo ist die beste Sängerin von Labrina. Labrina, was weiß ich. Psst! Ich höre Nairo doch beim Singen zu. Na, Ruhe, ich will Nairo zuhören. Der Bär. Ja, setz dich unter dazu. Wie lieblich. Ja, nu. Ist das nicht bezaubernd? Ja, du Bär. Ja, da ist Nairu, die Sängerin. Und da sieht man das Triforce auf meinem Handrücken. Jo. Oder so. Dam, dam. Ah, ihr seid abgesandte Hyrules. Habe ich recht? Impa und Nils. Stimmt's? Eine Taube brachte Kunde von eurer Ankunft. Eine Taube, ich glaube auch. Mein Name ist Ralf. Ich bin ein alter Freund Nairus. Wir heißen euch willkommen. Hi, Ralf. Dankeschön. Du kommst den weiten Weg von Hyrule hierher? Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Nairu. Ich bin in tiefer Sorge, seitdem ich hörte, dass Labrina ihr großes Unheil bevorsteht. Keine Sorge, Nairu. Ich bin hier. Ich jage jedes Monster fort, das dir zu nahe kommt. Pardon, Nils. Doch ich zweifle daran, dass wir dich benötigen. Leck mich. Arsch. Du musst verzeihen, Nils. Ralf ist immer etwas aufbrausend, wenn es um mich geht. Aber ich spüre, dass Böses naht. Ganz so wie Ralf sagte. Das Grinsen. Hust, hust. Guckt euch mal den Bären an. Ja, ganz recht. Die treffende Vorahnung einer Sängerin. Oder sollte ich besser sagen, von Nairu, dem Orakel der... Orakel. Orakel der Zeiten. Das Böse wird sich nun direkt vor euren Augen manifestieren. Hallo. Und die ganzen Tiere hauen ab, ey. Was soll denn das? Oh mein Gott! Böse Frau! Ausgezeichnet, Nils! Du hast mir ermöglicht, die heilige Barriere zu überwinden. Diesen Moment habe ich herbeigesehnt. Ich bin Veran, Meisterin der Schatten. Gratulation! Nairu, Orakel der Zeiten, ich mache mir deinen Leib zu eigen. Wahahaha! Na dann mach mal. Babs. Das ist jetzt mies.
so wie die Farbe von ihr so. Ach egal. Ah, was hast du Nairo angetan? Gib sie sofort wieder frei oder du wirst meine Klinge spüren. Ha, ein tapferes Kerlchen. Du richtest dein Schwert gegen mich. Wenn du mich bezwingst, ist es Nairo, die stirbt. Toll, da. Nairo ist weit mehr als eine Sängerin. Sie ist das Orakel der Zeiten. Scheiße, jetzt habe ich das eine Wort da nicht. Egal, den Verlauf der Zeit zu steuern. Nun verfüge ich über die Kräfte. Mann, Leute, diese Soundstörungen regen mich so auf, da könnte ich kotzen. Oh mein Gott, ein Strudel. Ey, vorher konnte ich aber nicht fliegen, oder? Nun bricht eine neue Ära an. Die Zeit der Finsternis. Lecke mich. Ich werde nun die Vergangenheit aussuchen, um zu machen, was mir beliebt. Viel Spaß. So, jetzt macht sie die Vergangenheit kaputt. Und wir sehen, was passiert. Grusel, Grusel. Wie er aussieht, Alter. Oh, die Affen. Oh nein, die Affen, nein. Die haben Affen. Oh, keiner mehr da. Da sind Oma und Enkel. Oh, der Enkel ist versteinert. Ah! Oh, traurige Musik. Diese Veran! Ah, sie konnte den Stein nicht berühren, deswegen hat sie dich benutzt, um hierher zu gelangen. Ach, wirklich? Was war das für eine stylische Tanzanlage? Seit ihrer Kindheit weiß ich, dass Nairo das Orakel der Zeiten ist. Ich wich nie von ihrer Seite und habe sie ständig beschützt. Der kann laufen, ohne seine Beine zu bewegen. Und nun das! Nairo! Ich hoffe, ich spreche den Namen von ihr richtig aus. Nairo, warte! Ich werde dich retten! Go, 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 Ralf! Go! Nairo! So, Oma, was ist los? Oh, Nils, du hast mich gerettet! Ach, jemand hat doch von mir Besitz ergriffen. Ach, wirklich? Schattenlang auf dem Orakel der Zeiten, daher hoffte ich, sie nach Hyrule bringen zu können. Ich hatte ja keine Ahnung, was hier passieren würde. Diese Veran jagt mir Angst ein. Sie hat mich dazu gebracht, ihr bedingungslos zu gehorchen. Veran sagte, sie wolle in die Vergangenheit reisen. Sie muss irgendwas mit Nairos Kraft vorhaben, um in der Vorzeit einen Plan im Gang zu bringen. Man spürt in Labyrinth bereits die Auswirkungen. Daher müssen wir sie aufhalten. Echt? Ich weiß nicht, wie man, was ein echtes. Ach ja. Ach, Verans Mummenschatz hat meine Glieder ermatten lassen. Ich kann mich kaum mehr bewegen. Nils, wenn das Dreieck auf deiner linken Hand echt ist, das Dreieck, dann bist du vielleicht der Held, der diese Welt rettet. Bitte hilf uns. Ach ja, Zelda hat mir dieses Schwert gegeben. Ich überlasse es dir. Du hältst das Holzschwert eines Helden. Halte A oder B gerückt, um es aufzuladen. Lässt du dann auch los, folgt eine Wirbelattacke. Sehr interessant. Nils, suche den weiblichen Makubaum in Lyastadt auf. Dieser Makubaum wacht über ganz Labyrinth und kann dir sicher weiterhelfen. In den Wäldern östlich von hier liegt das Haus von Nairo. Dort werde ich mich ausruhen. Alles klar. Oh, die Musik ist so geil. Was steht hier eigentlich? Nairos Haus, Lyastadt. Oh, hört ihr diese ollen Soundlags? Das ist voll schlimm. Ich möchte das nicht, dass es so eine scheiß Lags gibt. Bam! Oder so. Shop, was haben wir denn hier? Okay, ein Schild, aber das kann ich mir nicht kaufen. Juhu. Alter Mann, dieses Lüderstadt. Herein, ich bin Vaso, der Juwelier. Du warst noch nicht hier. Komm, lass mich dir etwas über Schmuck erzählen. Ringe, die aus Arcanum-Kernen gewonnen werden, verfügen über mystische Kräfte. Trägst du einen solchen, gehen diese Kräfte auf dich über. Dazu musst du ihn im Ring-Etui aufbewahren. Diese mystische Kraft wird zunehmend schwächer, bis du sie gar nicht mehr benutzen kannst. Alles klar? Ja. Oh, du hast kein Ring-Etui? Ich mag dich, daher schenke ich dir dieses Ring-Etui. Du hältst das Level 1 Ring-Etui. Es bietet Platz für einen Ring. Tja, nimm diesen Ring als Zeichen unserer Freundschaft. Du erhältst einen Ring, lass ihn später schätzen. Ein Ring muss geschätzt werden, damit sich seine Kraft offenbart und er getragen werden kann.
Lass mich ihn schätzen. Welchen Ring darf ich für dich schätzen? Ja. Hm, ich sehe, das ist ein Freundesring. Das Symbol einer Zusammenkunft. Ach, warte, ich sehe. Diesmal ist es gratis, aber danach kostet es 20 Rubine pro Ring. Hast du zwei identische Ringe, kaufe ich dir einen für 30 Rubine ab. Nun zur Liste. Geschätzte Ringe werden auf die Liste gesetzt. Möchtest du einen Ring tragen? Übertrage ihn aus deiner Liste in dein Etui. Sprich mit mir, um deine Liste einzusehen. Wir schauen sie uns einmal an. So, jetzt habe ich den ausgerüstet. Genau. Vergiss nicht, Ringe sind nur wirksam, wenn sie nicht, sind nicht wirksam, wenn sie nicht getragen werden. So, ich glaube, ich kann ihn auch irgendwie... Genau, jetzt muss ich ihn anlegen. Genau. Jetzt habe ich ihn angelegt. Alles klar. So. Würde ich sagen, mache ich mich noch auf den Weg zum Marco-Baum. Was steht hier? Achtung, gefährliches Terrain. Naja, okay, so. Was steht da? Achtung, gefährliches Terrain. Ach, wirklich? Oh mein Gott, der Marco-Baum. Wie schön, dich zu treffen, junger Held. Ich bin der Marco-Baum. Ich wache über Labrina. Veran, Meisterin der Schatten, hat Nairo das Orakel der Zeit entführt. Ey, was die alles für Spitznamen haben, ne? Hier, Meisterin der Schatten, Orakel der Zeiten. Fluss der Zeit aus der Vergangenheit heraus. Ihr Vorhaben ist es, die Welt mit einer Welle der Qual zu überschwemmen. Wir dürfen uns ihr nicht unterwerfen. Du musst Veran aufhalten. Und zwar bald. Doch dazu benötigst du etwas. Ah! Zombiebaum! Mir ist so... Mir schwindet. Etwas geschieht mit mir in der Vergangenheit. Hilfe! Oh mein Gott, der Baum ist weg! Okay. Der Marco-Baum? Auch das ist das Werk Verans. Nils, du hast es verhindert. Veran ist erst kurz... Achso, was habe ich denn verhindert? Bist du scheiße? Ich komme, Nairo! Ja, okay, ich komme auch. Husten. Da ist einer. Hallo? Noch jemand? Zuerst erscheint der Typ mit dem schrägen Hut und Nunu. Seitdem diese Nairo kam, gehen hier die absonderlichsten Dinge vor sich. Tschüss. Was bist du für einer? Sie sehen wie eine glückliche Familie aus. Ich wäre gerne auch mit dabei. Okay, aber etwas schneller. Ich werfe, also fang du ihn, Vati. Das ganze Dorf hat schwer mit dem Bau von Königin Ambis Turm zu tun. Aber ein wenig Zeit für die Kinder muss schon bleiben. Hey, guter Wurf. Ja, das ist fein, wenn du dich um die Kinder kümmerst, ne? Ja, um die kleinen Kiddies. Ja. Oh mein Gott, voll der Miesepeter. Überall im Dorf türmt sich der Abraum. Abraum? Abraum vom Turm auf. Man weiß gar nicht, wo man hingehen soll. Und alles Werkzeug, mit dem man etwas freiräumen könne, befindet sich beim Bau. Ja, tut mir leid für dich. Was hier? Wie wär's mit einer Zählübung? Nur 10 Rubine. Nö. Wie du willst. Der hat eine rote Nase. So, wen haben wir hier? Ein Postbote, der ist doof. Den mag ich nicht. Wer bist du? Königin Ami hatte einen Freund, einen Seefahrer. Doch eines Tages setzte er Segel und kam nie zurück. Nun lässt sie einen großen Turm bauen, um im ganzen Land Ausschau zu halten. Und lass mich in Ruhe. Wasser! Ah, da geht's zum Palast. Ein Haus. Verdammte Gascherkerne. Pflanzen, Hegen, Pflegen, noch mehr Nüsse. Und all diese neuen Nüsse enthalten wieder verschiedenes Zeugs. Uah, geh mir fort damit. Da, nimm das hier mit. Na, ein Gascherkern. Ja, ja, draußen ist ein Beet, ich weiß. Und so. Ah, der hier ist der coolste, den gibt's auch bei Majora's Mask. Ah, Papier, hast du Papier? Total geil. So, ich werde mir eben noch schnell die Schaufel holen, dann mache ich glaube ich Schluss für das Video. Dies ist der Eingang des Turms, der im Auftrag unserer Königin Ambi bis in den Himmel hineingebaut wird. Ursprünglich sollte der Turm Königin Ambis Liebsten zur Orientierung auf See dienen. Seit Nairo... Fest am Zenit, als ob die Zeit still steht. Denk jetzt aber nicht, die Königin halte uns zur Arbeit an. Im Dorf nennt man dieses Bauwerk bereits den Schwarzen Turm. Angst.
Sieh dich nur um. Manche Stellen sind jedoch abgesperrt. Steh aber nicht unnütz herum. Das sieht man hier nicht gern. Okay. Schwarzer Turm. Machen wir noch ein bisschen Speed oder? Nee. Alles voll lustig. Guck mal, wie der hier abgeht. Njo, njo, njo. Husten. Oh, so viele Arbeiter hier. Hallo. Hä? Etwas im Rahmen? Du bist ein fleißiger Junge. Hier, du kannst diese Schaufel haben. Schaff mit der Schaufel doch bitte den Dreck dort weg. Du hast eine Schaufel. Ja, jetzt kann ich graben. Bam. Bam, bam. So, mal schnell hier raus. Und dann würde ich sagen, nochmal schnell das Herzteil holen, wa? Du erhältst ein Herzteil. Juhu. Down. Dutch. 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 Rubine. Dutch. Ein großer Rubin. Dutch. Und noch ein Rubin. Dutch. 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 Na gut, okay. Ja, ich würde sagen, machen wir hier Pause. Und ja, im nächsten Video geht's dann weiter. Zu, ja, wieder in die Gegenwart, wahrscheinlich, ja. Also sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr euch mein neues Projekt anschaut. Und ich hoffe, ihr werdet noch viel Spaß dabei haben. Trotz den doofen Soundlags. Aber ich hoffe, das stört euch nicht so, wenn ab und zu der Sound so scheiße ist. Ist ja nur ein paar Mal und dann nur kurz, ne? Also ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.